Übungen gegen Hohlkreuz. Die Krümmungen der Wirbelsäule bilden normalerweise eine Doppel-S-Form. Die Brustwirbelsäule und das Kreuzbein sind nach hinten gebogen. Diese Art der Krümmung wird Kyphose genannt. Die Hals- und die Lendenwirbelsäule bilden eine Lordose, die sich nach vorne biegt. Physiologisch sind die Schwingungen relativ langgezogen und schwach ausgebildet. Verschiedene Ursachen können aber dazu führen, dass der Grad der Krümmung deutlich verstärkt wird. Geschieht das im Bereich der Lendenwirbelsäule, spricht man von einem Hohlkreuz, Hyperlordose. Optisch auffällig sind dabei das nach vorne gekippte Becken, der vorgewölbte Bauch und die reaktive Rückenverlagerung des Oberkörpers. Übungen gegen Hohlkreuz können dieser Fehlstellung entgegenwirken. Ursachen für ein Hohlkreuz. Ein Hohlkreuz kann verschiedene Ursachen haben. Am häufigsten steckt aber eine Kombination aus mehreren Faktoren dahinter, die aus Haltungsschwäche, schlechten Haltungsgewohnheiten und einer muskulären Disbalance entsteht. Häufig ist schon bei Kindern ein Hohlkreuz zu beobachten, das sich aber mit der stärker werdenden Muskulatur in der Pubertät wieder zurückbildet. Leider hat sich die Situation in den letzten Jahren zum Schlechteren verändert. Mangelnde Bewegung, verbunden mit schlechten Haltungsgewohnheiten und mangelndem Körpergefühl, verhindern immer häufiger die Rückbildung der Hyperlordose. Neben diesen Faktoren spielen bei Erwachsenen auch einseitige Belastungen am Arbeitsplatz eine verursachende Rolle. Besonders gefährdet sind Menschen, die viel im Stehen arbeiten müssen. Muskuläre Disbalancen äußern sich in Form von Bewegungseinschränkungen auf der einen und als Muskelschwäche auf der anderen Seite. Meistens treten die beiden Erscheinungsformen gleichzeitig auf. Sie können Ursache und verstärkender Faktor für die Fehlstellung der Wirbelsäule sein. Bei einem Hohlkreuz sind meistens die Bauchmuskeln zu schwach, um der Kippung des Beckens nach vorne und der Betonung der Lordose entgegenzuwirken. Auf der anderen Seite ist häufig eine Verkürzung der zwei kräftigsten Hüftbeuger zu beobachten. Diese haben einen direkten Einfluss auf das Becken und die Lendenwirbelsäule und erschweren die Aufrichtung der Wirbelsäule. Übungen gegen Hohlkreuz sollten an die muskulären Ursachen ansetzen. Folgen eines Hohlkreuzes. Bis schwerwiegende Symptome durch ein Hohlkreuz entstehen, vergehen meistens Jahre. Das erste Symptom sind meistens muskuläre Verspannungen, die irgendwann in manifeste Schmerzen münden. Diese lokalisieren sich häufig im Bereich der Rückenmuskeln links und rechts der Lendenwirbelsäule. Sie können auch etwas seitlich am Rücken ausstrahlen. Die Strukturen, die auf Dauer am meisten unter der Fehlstellung leiden, sind die kleinen Wirbelgelenke. Sie befinden sich im hinteren Bereich der Wirbelsäule und sorgen für ihre Beweglichkeit. Durch die Überbetonung der Lordose stehen die Gelenkflächen ständig unter Druck. Durch diese Überlastung bilden sie mit der Zeit Arthrosen aus. Das Hauptsymptom dieser degenerativen Erkrankung am Rücken sind lokale oder leicht ausstrahlende Schmerzen, die sich bei Bewegung oder erhöhter Druckbelastung verstärken. Einmal ausgebildet, können sie nicht rückgängig gemacht werden und bereiten den Betroffenen dauerhaft große Probleme. Aus diesem Grund ist es wichtig, frühzeitig mit Übungen gegen Hohlkreuz und einer entsprechenden Behandlung zu beginnen. Behandlung eines Hohlkreuzes. Die Therapie einer Hyperlordose gehört zumindest zu Anfang in die Hände eines Physiotherapeuten. Neben der manuellen Behandlung sind die Veränderung der Haltung und der Haltungsgewohnheiten wichtige Bestandteile des therapeutischen Konzeptes. Dazu gehört in erster Linie die Schulung der Körperwahrnehmung, um zu lernen, wie die richtige Körperhaltung aussieht und wie man diese einstellen kann. Darauf kann die weitere Aktivität der Betroffenen aufgebaut werden. Dazu gehört neben sportlicher Aktivität auch die Erarbeitung eines Konzeptes mit Übungen gegen Hohlkreuz. Das geschieht zunächst unter Anleitung und wird dann von den Patienten selbstständig fortgeführt. Der zweite wichtige Baustein der Physiotherapie sind die aus der Rückenschule bekannten Verhaltens- und Verhältnisänderungen. In erster Linie betrifft das die Gestaltung und das Verhalten am Arbeitsplatz. Dabei steht die Förderung von Aktivität im Vordergrund. In den Arbeitsalltag und vielleicht auch in die Pausen soll Bewegung integriert werden. Auch die Durchführung von Übungen gegen Hohlkreuz ist denkbar. Übungen gegen Hohlkreuz. Die hier vorgestellten Übungen setzen an den vorgestellten Ursachen an und sind immer in Verbindung mit der Verbesserung der Körperwahrnehmung zu sehen. Wichtig ist ihre regelmäßige, langfristige und konsequente Anwendung. Schließlich hat sich auch das Hohlkreuz über einen längeren Zeitraum ausgebildet. Die Übungen sind in zwei Bereiche aufgeteilt. Einerseits geht es um den Längenzuwachs der Muskeln, die die Aufrichtung der Wirbelsäule verhindern. Andererseits werden die Muskeln aktiviert, die dem Hohlkreuz entgegenwirken können. Damit sind vor allem die Bauchmuskeln gemeint. Dehnung des Musculus iliopsoas. Die Verbesserung der Beweglichkeit des Musculus iliopsoas ist eine der wirksamsten Übungen gegen Hohlkreuz. Das hängt unmittelbar mit seinem Verlauf und seiner Funktion zusammen. Er entspringt mit vier Zügeln im Bereich der Lendenwirbelsäule und zieht zum Oberschenkel. Er ist der stärkste Beuger des Hüftgelenks, trägt aber unter Umkehrung seines Fixpunktes stark dazu bei, dass die Wirbelsäule nach vorne gekrümmt wird, wenn er zu kurz ist. Ausführung. Ausgangsstellung ist der Einbeinkniestand. Das zu dehnende Bein ist das hintere. Der Muskel wird durch die Aufrichtung des Oberkörpers und das Verschieben der Hüfte in die Dehnung gebracht. Diese Position sollte mindestens 30 Sekunden gehalten und dreimal wiederholt werden.
Wichtig ist es, darauf zu achten, dass der Oberkörper nicht in Rücklage gerät. Dehnung des Musculus rectus femoris. Der Musculus rectus femoris ist ein mehrgelenkiger Muskel. Er entspringt vorne an der Beckenschaufel und zieht über Hüft- und Kniegelenk bis zur Vorderseite des Schienbeins unterhalb der Kniescheibe. Er ist ein kräftiger Hüftbeuger und Kniestrecker. Auch hier gilt das Prinzip der Umkehrung des Fixpunktes. Sind die Beine fixiert, zieht das Becken nach vorne. Über diesen Mechanismus ist er bei Verkürzung an der Entstehung oder Verstärkung eines Hohlkreuzes beteiligt. Ausführung. Die Ausführung ist in allen Punkten die gleiche wie beim Musculus iliopsoas, mit einem kleinen zusätzlichen Impuls. Eine Hand fasst den Unterschenkel des zu dehnenden Beines und zieht ihn, soweit es erträglich ist, in die Beugung. Kräftigung der Bauchmuskeln. Die Bauchmuskeln als Gegenhalter können auf verschiedene Weise gekräftigt werden. Eine Möglichkeit sind die bekannten Sit-Ups oder Crunches. Dabei wird der Oberkörper aus der Rückenlage bei fixierten Beinen insgesamt oder teilweise gegen die Schwerkraft angehoben. Funktionell sinnvoller sind Übungen, bei denen das eigene Körpergewicht als Last dient und der Körper mit Hilfe der Bauchmuskeln eine Brückenspannung aufbaut. In der folgenden Auflistung sind die wichtigsten aktiven Übungen zur Aktivierung der Bauchmuskeln aufgeführt: Liegestütz, Unterarmstütz, Seitstütz. Die statischen Übungen werden mindestens 20 Sekunden gehalten. Die Pause ist genauso lang. Es sollten mindestens 3 Wiederholungen durchgeführt werden. Liegestütze als dynamische Übungen werden mit einer gewissen Wiederholungszahl in mehreren Sätzen durchgeführt. Den ganzen Artikel noch einmal zum Nachlesen und viele weitere interessante Themen findest du auf wellaby.de.